So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Sau, Ninja auf Reisen. Beim letzten Mal haben wir die Stadt weiter erkundigt und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Von daher sage ich einfach Hallo, Marsten. Hallo. Hier steht, links geht's zu Westzoll. Fatzke. Okay. So. Also, das sind halt zwei Eingänge, aber weil die sind halt so verdammt schlecht gemerkt wurde, kann ich den hier nicht benutzen. Was für ein Vollpfosten hat das gemerkt? Was hast du gesagt? Diese Map wurde von dem Meister aller Klassen gemappt. Was? Von mir? Dem Meister aller Klassen? Wenn ich jetzt ein Monster-Set hätte, würde ich dich jetzt bekämpfen. Nochmal Glück gehabt. Emir, du... Was? Ich konnte es nicht mal lesen! Du bist nicht so emotional, mein Freund. Doch, eigentlich schon, aber egal. Du spielst den Haupthelden in einem Crossover von mir und kennst mich nicht mal. Wieso Spiel? Das hier... Giss es, die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Was? Ist da was? Du bist wirklich noch blöder als ich. Auf dann. Okay, ihr habt nichts gesehen, verstanden? Gut. Ja. Nein, diese Map ist wunderschön! Ah, kacke, was tue ich hier? Hier steht, rechts hat ein Händler seinen Laden, Fatzke. Hi. Ach, soll ich schon wieder lesen? Ne? Ja. Ach, das ist schön, endlich kann ich hier in Ruhe sitzen. Das hört gut. Was zur... Und übrigens, dieser aufsteigende Rauch ist wunderschön. Weiß, großartig, ne? Richtig. Hey, was zur Hölle tue ich mir an? Ein Ofen. Was immer das hier ist, es sieht kompliziert aus. Es ist ein Ofen, du Idiot. Ein Spiegel. Die Person in diesem Spiegel ist verdammt hübsch. Könnte auch ich sein. Oh Gott, ey. Eine Blume. Weg von der Kette! Ach gut, töte dich zuerst. Ah, wer bist du? Ich heiße Karl-Heinz Joachim August Meyer. Was machst du hier? Mir ist kalt, also wärme ich mich am Feuer. Für das Face sitze ich gerade. Auf Wiedersehen. Moment mal! Was passiert, wenn man ihn von der Seite schubst? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht. Okay, es geht. Irgendwie verbrannt. Ich hab Hunger auf Gebratenes. Ich irgendwie verbrannt. Achso, ja, okay, gut. Jetzt kann ich die Kette nehmen. Yay! Es ist meine Kette. Kleine Perlenkette, also zum Verscheuern, ne? Ja. Jo. Was stand da intim? Nippelpiercing, ich komme. Ach Gott, was tue ich mir nur an? Finger weg! Finger weg! Sagt das zu allem? Ja. Finger weg! Boah, wie viel steht hier denn rum? Geht's hier ins nächste Gebiet oder was? Finger weg! Wie kann der mich sehen? Bist du Stress, Mann? Ah, ein neuer Kunde. Neuer Kunde? Wie? Du weißt nicht, was das hier ist. Was ist das hier? Nun gut, dann kläre ich dich mal auf. Ich veranstalte hier eine Art Spiel für 500 Gold. Darfst du 5 meiner Gegenstände untersuchen. Sollst du etwas finden, darfst du es behalten. Die Schränke, Kisten, Fässer und so, was hier sonst noch so rumsteht, sind alle verzaubert. Bei einer näheren Untersuchung erzeugen sie mit etwas Glück einen Gegenstand für dich. Allerdings darfst du nur einmal teilnehmen. Interesse? Nein. Ah, Idiot, verschwindet! Also, ich habe hier nicht mal genug Geld. Also darf ich hier dann alles untersuchen einmal und habe eventuell Glück oder auch nicht. Du darfst 5 Objekte deiner Wahl untersuchen. Wenn du 5 untersucht hast... Da stand was von 5 Minuten. Nein, 5 Objekte, nicht 5 Minuten. Mann, oh. Okay. Interesse an meinen Waren? Wer bist du? Ich bin ein Trödelhändler, der allerlei Dinge verkauft, die du sonst nicht überall findest. Was bietest du denn an?
Allerlei. Unter anderem wirst du bei mir Seile, Gegengifte, Augentropfen, Wolfsfälle und Ketten finden. Ich habe ja eine Waren. Gerne. Seil. Ein Seil. Ein langes Seil. Ein einzigartiges. Das brauchte ich. Hä? Brauche ich das? Vielleicht. Danke dazu nichts. Lass dich überraschen. Oh Mann, bist doof. Kann ich damit irgendwas machen? Du kannst es verkaufen. Spinnfahren auch nur. Ja. Ist ja alles nichts wert hier. Warum ich traue ich dir nur? Es ist ja Grabstein, vielleicht. Willst du das gleich zum Grabklettern? Kommst du halt wieder runter? Ja, ja. Das ist dann da. Und dran. Das brauchst du nur, um da einmal hochzukommen. So, fährst du das gleich zum Grab. Auf diesem Grab steht zu Ehren von Joi Nante. Ich finde das Grab als störend. Dann hau weg. Hey, mit Vergnügen. Ja. Ist das hier das nächste Dungeon? Ja. Dann geht erstmal raus. Wenn du die Stadt natürlich selber auch als... Ich würde nicht unbedingt Dungeon sagen, sondern eher Gebiet, weil die Stadt ist eigentlich so gesehen ja auch ein einziges Gebiet. Okay. Oh Gott, ey. Ich speichere mal. Finger weg! Oh, der sieht leicht unfreundlich aus. Den Rona habe ich bisher ja gar nicht gesehen. Ausweis! Ich habe keinen Ausweis. Er verschwindet hier. Ich bin sowas von tot. Kann ich jetzt schon hin? Nein, oder? Versuch's einfach. Oh, Lord. Ihr werdet hier nicht lebend durchkommen. Wenn du das sagst... Oh Gott, ich bin sowas von tot, ich bin sowas von tot, ich bin sowas von tot. Frischhurrikan! Ah, du warst schneller als ich, super schön. Ich hab das Gefühl, ich werde es nicht schaffen. Okay. Gut, ich sehe schon, ich bin hier etwas zu früh. Was zur verdammten spiele ich hier gerade? Gab's hier sonst noch was? Irgendwas hab ich mal übersehen. Ich würde gerne das Minispiel mal versuchen, aber wenn ich es verkacke, dann ist es verkackt. Ich habe noch nicht mal 500 Gold, fällt mir gerade auf. Warum hast du nicht? Jo. So, dann mach mal rein. Okay, ich kann diesmal nicht alles anquatschen, wie es aussieht. Nein, also diese Sachen nicht, aber halt so Fässer und so kannst du alle anquatschen. Staub und Knochen. Noch ein Holzfass. Leerer Holzeimer. Der Staub bewegt sich schon fast. Oh Gott, viel zu viel. Noch eine Holzkiste. Eine Kiste aus Holz. Sieht sogar noch recht gut aus. Bestimmt von Ikea. Ein Fass. Aus Holz. Und es ist braun. Noch eine Holzkiste. Die wievielte ist das denn schon eigentlich? Weiß ich nicht. Wenn ich hier alles nur suche, könnte ich Gefahr laufen, mein Wissen zu erweitern. Ein leerer Holzeimer. Halt, er ist nicht leer, denn er enthält Luft. Enthält. Huch. Markenqualität. Holz vom echten Bäumen. Da steht hier drauf. Nein, halt, nein! Doofes Gamepad. Nur eine alte Holzkiste. Oh Gott, viel zu viel. Ein kaputter Krug. Ein Fass. Und das Ding ist auch noch zu. Was für eine Frechheit. Dieses Fass ist für mich einfach so interessant wie, ich kann ehrlich pfeifen. Was? Na du? Gargoyle, du stinkst und deine Gegner sind betäubt. Okay. Ach so. Ah, ich verstehe. Okay, mal sehen, ob ich das schaffe. Wieso war das halt auch zum Leben? Gut, ich sehe schon, ich werde sterben. Da! Tot. Am Stück? Nein. Ich hätte dich auch jetzt so als ekelhafte Lachsau geschimpft.